mir ist klar, dass ich immer Fotografin sein werde, aber ich weiß auch, dass ein großer Teil von mir sehr menschenorientiert ist, sehr beziehungsorientiert ist und ich will den Menschen helfen, ich will ja, die Welt ein bisschen besser machen. Miriam Klinge ist Fotografin aus Leidenschaft. Seit sie denken kann, fotografiert die 31-Jährige aus Bremerhaven. 2013 machte sie sich nach der Ausbildung selbstständig. Mein erstes Foto habe ich im Israel-Urlaub gemacht mit meinen Eltern und das habe ich sogar auch noch. Und irgendwie habe ich seitdem die Kamera gar nicht mehr aus der Hand gelegt und dann mit 15 habe ich mein erstes Praktikum beim Fotografen gemacht aus der Schule und da war es dann auch schon um mich geschehen. Für andere Fotografen und die, die es werden wollen, hat sie wertvolle Tipps. Also das, was ich immer sage, ist tun, tun, tun. Immer in der Practice bleiben und loslegen und ja, auch gerne investieren tatsächlich in gutes Equipment, in gute Linsen, damit das auch richtig Spaß macht. Und ich weiß noch von meinen Anfängen, ich hatte ganz schlechte Sachen und das hat mir gar keinen Spaß gemacht. Und dann hat man sich dann doch irgendwie mal was Besseres gegönnt und es hat sofort Spaß gemacht. Man konnte viel mehr machen, viel mehr ausprobieren und das ist wirklich auch was, wo ich sage so, hey, investieren gutes Equipment und tatsächlich auch such dir gerne auch einen Fotografen, dem du assistierst, wo du ein bisschen mitläufst und ja, wo du einfach auch was lernen kannst. Klinge merkte jedoch schnell, dass die Fotografie alleine sie nicht ausfüllte. Die 31-Jährige wollte zusätzlich Menschen helfen und die Welt ein bisschen besser machen. Als Pastorin. Durch meinen Glauben weiß ich einfach, dass es mir besser geht und ja, Pastorin sein bedeutet für mich eben auch ja, die gute Nachricht in die Welt rauszubringen und Jesus in die Welt rauszubringen. Und für mich bedeutet Jesus eben Hoffnung und das möchte ich oder wünsche ich mir, dass die Leute das erfahren. In der Hobgemeinde, in der sie als angehende Pastorin arbeitet, übernimmt sie vielfältige Aufgaben. Ich gucke in verschiedene Teams rein, leite verschiedene Teams, das Welcome und Connect Team hier zum Beispiel. Ich fotografiere hier, ich predige natürlich auch, mache Moderation und ja, gucke eigentlich in jeden Bereich mal rein. Das Studium, was ich jetzt mache, das geht jetzt noch 2 Jahre ungefähr, genau, und ich bin jetzt quasi so mittendrin, habe noch 2 Jahre vor mir. Dann kommen nach diesen 2 Jahren Grundstudium, nenne ich das mal, noch 2 Jahre Vikariat und danach bin ich dann fertig. Der Glaube hat die junge Frau ihr ganzes Leben begleitet. Ich bin tatsächlich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und meine Eltern gehen auch, seitdem ich denken kann, in die Hob. Ich bin da quasi reingeboren worden. Bin seitdem auch eigentlich fast immer noch gewesen. In meiner Teenagerzeit war ich kurz in einer anderen Kirche, bin aber wieder zurückgekommen. Oh ja, und seitdem bin ich in der Hob. Wenn ich so auf mein Leben zurückgucke, dann waren da auch schon viele Zeiten, die echt schwierig waren. Und ja, wo ich echt sagen muss, hätte ich den Glauben nicht gehabt, wüsste ich nicht, ob ich noch am Leben bin. Und wo der Glaube mir einfach Hoffnung gegeben hat, wo Gott mir Hoffnung gegeben hat, wo ich wusste, Herr Jesus ist an meiner Seite, er kämpft für mich und ich bin nicht alleine. Und das hat mir Kraft gegeben und das ist auch das, was mich nach wie vor antreibt. So, hey, ich bin nicht alleine, ich habe jemanden, der mich begleitet auf meinem Weg.